Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pioneers of Pangonia. Die letzte Folge ist etwas länger geworden als eigentlich so von mir gedacht und normalerweise auch so von mir gewohnt und gemacht. Wir hatten da so ein bisschen Probleme mit der Steinversorgung und ich hoffe, dass wir das jetzt in den Griff kriegen. Ja, was soll ich sagen? Das hätte übelst ins Auge gehen können. Ich überlege gerade, ob ich hier noch irgendwie einen Weg hinkriege, um vielleicht die Anbindung ein bisschen besser hinzubekommen. Das war ja, wie gesagt, letztens dann noch so ein Schnellschuss, aber ich bekomme hier keinen Connect hin. Das könnte man höchstens machen, wenn ich hier in diesem Bereich mich dann so weiter bewege, dass man dann hier irgendwie noch was hinmacht. Ich muss sowieso noch Wachtürme hier irgendwie bauen und planen und hast du nicht gesehen. Also erstmal planen, dann bauen. Andersrum macht es keinen Sinn. Aber. Das ist mit den Wachtürmen ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. So, Holzfällerhütten. Die sollte ich vielleicht doch so ein bisschen mehr so in diese Richtung planen, beziehungsweise den Fokus mehr so in diese Richtung sich fokussieren lassen, weil hier ist natürlich entsprechend auch noch Holz. Genau, weil das Forsthaus, ne, das haben wir ja auch schon, hatte ich auch schon mal ein paar Mal angesprochen. Man kann zwar sagen, ne, hier bitte den Fokus, aber er macht auch mehr oder weniger so, was er will. In mancherlei Sachen. So, hier ist wahrscheinlich das gleiche Problem. Genau, da fehlen die Steine. Die Steine sind es, die uns hier so ein bisschen Kopfschmerzen bereiten. Da habe ich noch jede Menge Holz, was man abholzen könnte. Sehe ich einen Moment, wo eine Holzwerkstatt, wo man auch schon planen. Das braucht man auch. Ich muss erstmal hier Steinmetz bauen. Oh, zwei Steinmetze und zwei Steinbrüche. Na komm, egal, dann mache ich hier schon mal einen hin. Das Kupfer, hier habe ich noch Stein. Der kümmert sich um den Bereich. Das ist zwar hier nicht viel Stein, aber was soll's. Steinbruch, das ist immer noch der Bereich. Steinbruch. So viel dazu. Kann ich den. Moment, kriege ich aber auf dem Weg irgendwie durch? Das sieht nicht gut aus. Dann würde ich den da hinsetzen. Natürlich sind hier Büsche mit sammelbaren Utensilien. Dann machen wir das ganz anders. Dann setze ich den hier so hin. Moment. Na doch. So. Straße. So, und wenn hier gesammelt werden kann. Und hier ist auch Getier, sehe ich gerade. Okay. Okay. Nahrung. Eine Sammelhütte. Ja. Holy moly. Die Hütte würde ich ja hinkriegen, aber jetzt immer hier so hin. Mit dem Wegen ist das natürlich jetzt wieder so eine Sache. Ne? Und das klappt noch. Okay. Wenn das geht, kriege ich dann hier noch eine Jagdhütte hin. Funktionieren. Hat leider, ihr habt es gesehen, hat leider ein so ein Busch gekostet. Was heißt drum? Cool. Jagdhütte.
Du gehst bitte hier so jagen. Und die Sammlerei kann dann... Braucht man nicht unbedingt zu sammeln. Was mit Flachs? Ja gut. Sammelei kann dann hier so stattfinden. Cool, dann haben wir das auch. Das freut mich. Steinbruch, das wollte ich vielleicht auch noch sagen. Du bitte hier so arbeiten. Sehr cool. Was ist hier los? Achso, Stärkungsmahlzeiten. Ja. Yeah. Jetzt hier mal nicht rumjammern. Die sind unterwegs. Jo. Das sieht einigermaßen gut aus. Die Holzfällerhütte, da ist alles weg, mit Ausnahme von den Feuerholz. Ja komm, da mache ich jetzt kein Geschiss drum. So, dann ist die weg. Weiß ich, kann noch eine dritte brauchen. Hier würde ich ungerne Holz fällen. Ich weiß nicht, ob das dazu führt, dass hier das Getier weg ist. Das möchte ich eigentlich nicht. Ja, die sollen da schon jagen können und so. Von daher die ist da unterwegs. Die ist hier unterwegs. Moment, dann ziehe ich da mal so ein bisschen näher hier ran. Und dann würde ich hier noch eine weitere Holzfällerhütte hinsetzen wollen. Vielleicht nicht die dümmste Idee. Moment, Holz ist immer noch da. So. Hier so dran, Moment. Oder mehr hier so dran. Die auch hier so dran setzen und einen Weg dann dahin basteln, vielleicht sogar noch besser. Also würde sich die Stelle für eignen. So, bam, fertig. Und dann den Fokuspunkt, ja, wo ich hier so zack, mal da drauf. Ja, das mit dem Forsthaus, ne, und den Fokuspunkt da ist immer noch so ein Thema. Cool. So. Wie sieht's aus? Oder wie gearbeitet? Nee, immer noch nicht. Die brauchen immer noch diese Stärkungsmahlzeit. Haben wir davon nichts? Oh. Oh. Hehe. Ernsthaft? Moment, was ist da unterwegs? Ah, okay, wir haben aber Stein, sehe ich gerade. Blendstein. Bitte erstmal nicht. Oh, ho, ho, ho. Da ist so ganz schön was los hier mit den Augen. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. So.
Das habe ich jetzt im Augenblick so am Rumpen, weil natürlich, ne, gar keine Frage, wir brauchen, um das Ganze abzuwenden. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Nein, nein, nein. Die Taverne. Die braucht 12 Werksteine. Da gehen alleine 10 drauf. Oh mein Gott. Das könnte in die Hose gehen. Moment, zum Proviantmacher. Moment, Moment, wo habe ich die? Proviantmacher, das könnte die Lösung sein. Einen Moment mal eben. Fischer mit Gemüsefarm. Moment mal. Verarbeitet Brot, bla bla bla, der macht die Rationen. Was braucht der? Natürlich braucht der Stein. Klar. Logisch. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Habe ich noch Stein? Oder ist das jetzt alles weg? Ne, Stein habe ich noch. Moment. Proviantmacher. Den setze ich mal hier hin. Aber sowas von priorisiert. Gott sei Dank habe ich noch Stein. Weiß, wir brauchen dieses. Ich würde den aber trotzdem ganz gerne mal pausieren, damit die jetzt erstmal da nicht weitermachen. Bis zu 16 Einheiten könnte ich hier entsprechend einlagern. Das haben wir. Das kriegen wir noch hin. Banditen. Banditen tauchen auf einmal auf. Wo kommen denn die auf einmal her? Und dann noch viel. Direkt 3 Stück. Und ich habe da noch nichts. Ja, doch, so ein bisschen habe ich auch dagegen zu setzen. Alles gut. Die Wache konnte sich aber nur zum Teil durchsetzen. Uiuiuiui, das fängt ja gut an hier. Was ist? Was war das denn jetzt gerade? Das sah so ganz komisch aus. Hey? Bin mir da gerade nicht so sicher. Was passiert hier? So, Proviantmacher. Diebe, Einheit, ja gut, Einheit eingegriffen. Was ist denn jetzt los? 10.000 Diebe, ach, das war das ganze Problem wahrscheinlich. Nee, Moment, Problem. Also ich glaube nicht, dass Diebe hier irgendwas abliefern würden. Das ist ein bisschen irritierend. Und ich hatte erst noch so überlegt, ne? Ich denke so, ja, im Augenblick ist ja alles relativ friedlich und so und wir können so unsere Sachen machen. Und jetzt geht's auf einmal, ach, es tauchen hier Banditen auf, es tauchen Diebe auf. Ich will nur noch schämen, dann sind wir hier komplett.
annähernd komplett. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt wird es aber Zeit, dass ich hier vorankomme. Die kleinen Fehler, die ich mir da erlaubt habe, die könnten mir unter Umständen, wenn es ganz übel läuft, so ein bisschen das Genick brechen. Denn ich müsste jetzt 10.000 Sachen machen. Und dafür fehlen mir momentan die Ressourcen. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. So, wie sieht es hier mit dem Proviantmacher aus? Da ist alles vorhanden, was er braucht. Also hier der Herr, um das bauen zu können. Brot haben wir noch. Ja, da, ich weiß, wir müssen da Mühlen bauen und Bäcker und so weiter, aber das habe ich das Material noch nicht für. Ration Hering, Ration Hase, Wildschwein, hier Forelle, Rehfleisch, kann ich mich glaube ich nicht bedienen. Jo. Achso, ist das immer noch da? Ach, der Zimmerer, der Planierer, die Zimmerer sind unterwegs. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Mr. Namlos, ganz ruhig. So. Das lübt. Die Leute sind auf dem Weg, das heißt, ich kann den Steinmetz wieder anschmeißen. Wow. Gut, dass ich hier die Jagdhütte und die Sammelhütte jetzt mittlerweile habe. Hüttenen. Die Sammlerhütte. Die auch ihren Job macht. Auch die Jägersleute und so. Sehr cool. Ja. Das ist ein Problem. Jedenfalls noch. Moment, lass uns ein bisschen umsetzen. Besser. So, Gildehaus ist natürlich noch nicht fertig. Klar, geht natürlich noch nicht. Boah, das mit den Steinen, ne, das habe ich komplett aus dem Blick verloren. Ne? War so auf die anderen Sachen fixiert. Da kommt schon wieder so ein Dieb. Oder Bandit. Ja, natürlich. Warum nicht noch mehr? Hier muss irgendwo in der Nähe ein Lager sein. Wahrscheinlich hier so. Da kommen die alle angewackelt. Da kommen auch die Diebe wahrscheinlich her. Was ist das? Ein Schemen. Ja, hatte ich nicht noch gesagt. Wir kriegen auch noch von Schemen Besuch. Du ahnst es nicht. Das ist nicht so gut. Holy moly. Was? Eine Einheit geht durch einen Schemen in Panik verlor ihre Ausrüstung. Die Einheit mit einem Schemen angegriffen. So, Priorisierung kann ich jetzt hier aber auch rausnehmen. Die Leute sind auf dem Weg. Ja, Moment einmal. Also, wir haben Banditen, wir haben Schemen, wir haben Diebe, wir haben alles. Und das in Übermaß. Meine Leute sind ja schon in Panik, zum geht nicht mehr. Das gefällt mir alles gar nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall Material. Es wurde gestohlen. Ich kann es erstmal nicht ändern. Was? Und die brauchen natürlich Werkstein. Das war einer unterwegs, sehe ich gerade. Wohin der auch jetzt herkommt.
Oh mein Gott. Glaube ich zumindest. Ne? Also hier 9 plus 1. Also das sieht für mich so aus, als wenn da Bergstein unterwegs wäre. Moment mal. Jetzt wird's aber heftig. Ach so, ja, die Steinmetze, ja, ja, Gott sei Dank, die Steinmetze können ja arbeiten. Ah, habe ich, dass ich ja noch Stein habe? Stimmt. Die können ja arbeiten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich brauche Waffen, ich brauche Leute, ich brauche alles. Vielleicht sollte ich erstmal mit einer Taverne anfangen. Die Diebe machen mir echt das Leben zur Hölle hier. Ja, bitte. Moment, Moment, Moment. Taverne. Nein, der war's. Proviantmacher. Taverne. Wir brauchen 12 Werksteine. Nadelholzbalken und Stoff. Hier hinsetzt da hin. Da. Ich glaube, das verschiebe ich auf die nächste Folge. Da muss ich mir erstmal Gedanken drüber machen. Ich das jetzt hier am besten hinbekomme, das ist nicht so einfach. Zumal mir hier die Diebe das Leben schwer machen und so weiter und so fort. Huh. Ja, es wird schwieriger. Es wird deutlich schwieriger, hier so eine Siedlung aufgebaut zu bekommen. Wir schauen mal, was wir in der nächsten Folge so alles gewuppt bekommen. Ich hoffe, ich kann hier das Steuer noch umreißen oder ich muss irgendwie einen früheren Speicherstand bemühen und wir setzen von da an dann nochmal neu an. Schauen wir mal. Ich mache aber erstmal, ich versuche es erstmal weiterzumachen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles Gute. Genießt die Zeit.